Ja, guten Mittag, guten Morgen oder auch guten Abend, meine lieben Freunde. Willkommen wieder auf BuchLP. Heute stelle ich euch den Server ReLife vor. Ups, ich bin gerade ans Mikrofon gekommen. Ich stelle heute euch den Server Minecraft ReLife vor. Also, es handelt sich hier wirklich um nur ReLife. Also, alle, die jetzt. Wie komme ich jetzt auf Minecraft? Alle, die jetzt Altes Life bzw. Arma 3 kennen, die müssten bestimmt Altes Life kennen. Auf jeden Fall, ja, Altes Life gibt es jetzt erfolgreich auch im, in Minecraft. Und das bietet euch jetzt dabei hier. Ihr habt, wie gesagt, hier, wie in Arma 3, einfach mal ein paar Waffen. Ja, ihr habt nur mal Waffen. Ihr könnt euch hier zum Beispiel Fahrzeuge kaufen. Zum Beispiel jetzt hier mit den CV-Coins könnt ihr euch dann ein SUV holen. Hier bei den Lizenzen könnt ihr euch dann einen Autoschein holen. Hier vorne könnt ihr euch dann zum Beispiel eine Ausrüstung holen. Ich habe jetzt die Rebellen-Sachen an. Oh mein Gott. Die haben mir wie viel geklaut? Ja, gut. Das muss ich gleich noch an Admin. Okay. Riem wird gefahndet. Halt mal auf. Okay, ich kann nicht schreiben. Chat ist gerade gemutet. Auf jeden Fall. Hier bei Hornbach könnt ihr euch ein Fernglas und einen Rucksack kaufen. Aber Rucksack würde ich euch empfehlen. Aber es sei denn, ihr sterbt, dann ist er natürlich weg. So, als nächstes haben wir Aldi. Aldi, da habe ich mich schon beschwert, warum kein Lidl? Lidl, ne? Äpfel könnt ihr euch hier für 2 CV-Coins holen. Hasenfleisch für 4 CV-Coins. Und Energy Drink, also goldene Äpfel. Und Verarbeitung. Eine Karte, ein Dietrich, eine Nachtsicht und einen Mülleimer. So, ihr fragt euch jetzt natürlich, wie bekommt man diese CV-Coins, also die Teile hier, die sind einfach ganz einfach zu bekommen. Ups, hab wohl ein paar zu viel oder was? Auf jeden Fall könnt ihr euch dann hier, was weiß ich, was hole ich mir jetzt? Ja, hier von den Rucksack, den fand ich gut. Den müsstet ihr von Anfang an normalerweise haben. So, klickt dann hier und habt den Rucksack. 9 Slots jeweils. Auf jeden Fall, Waffen könnt ihr euch beim Waffenhändler holen. Das zeige ich euch jetzt einfach noch alles. Die schnellen Schuhe ziehen wir mal kurz an. Die bekommen natürlich die Polizisten. Und auf dem Weg erkläre ich euch noch den Sinn von Altes Life. Altes Life wird einfach nur, ja, in real life, kann man sagen. Es gibt Polizisten, die filzen dich manchmal. Und, du kannst natürlich Koks und Crystal Meth und noch irgendeine Schmuggelware machen. Zum Beispiel kann die auch zum Anfang erstmal Gold verarbeiten und so. Auf jeden Fall hier könnt ihr euch die Äpfel holen und die dann später verkaufen. Aber so müsst ihr euch keine Äpfel kaufen beim Aldi. Deswegen gibt es ja auch so Apfelplantagen und so. Ja. Dann die Verarbeitung. Diese Verarbeitung ist notwendig, wenn ihr zum Beispiel jetzt Golderze abfahrt in der Goldmine. Ja, dann bekommt ihr nun halt Gold. Und das könnt ihr dann verkaufen. Wo genau, weiß ich jetzt nicht so gerade. Aber jetzt zum Beispiel mit Kokain. Da habe ich vorhin auch gemacht. Mit einem guten YouTuber vorhin. Auf jeden Fall haben wir dann ein bisschen unverarbeitetes Kokain bekommen, also gefarmt, und das dann bei einem Händler und so alles verkauft. Hier, da ist der Ankauf, wie gesagt. Hier, zack, 2 Stacks Äpfel und ihr bekommt 1 CV-Coin. Ja, in der Ender-Chest könnt ihr das alles lagern, können die Bullen, ja, ACAB, auf jeden Fall können die Bullen euch dann nicht erwischen. Ja. Dann gibt es zum Beispiel auch noch Hotels, da könnt ihr übernachten und sonstiges. Dazu müsst ihr einfach nur diesen Weg hier folgen. Und dann hier vorne auf der linken Seite. Hier auf der linken Seite, da ist zum Beispiel das erste Hotel. Das
zweite Hotel ist viel, viel weiter nach da hinten oder nach da hinten. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und ja, wenn ihr dann zum Beispiel eine Rebell sein wollt, braucht ihr eine Rebellenlizenz. Die erhaltet ihr im Rebellenhauptquartier. Kostet natürlich 1000 Money. Also ich habe ein bisschen passend. Auf jeden Fall könnt ihr euch dann nochmal besseres Equipment holen. Bessere Waffen. Hier Rebellenwaffe. Und ja, ihr könnt so viel Munition haben, wie ihr wollt. Das wird nicht von den Civicoins abgezogen. Und ja, also so viel dazu zum Server. Also ihr könnt jetzt mal auf YouTube ein bisschen nachschauen, nach altes Live, wie das so ungefähr abläuft. Ja, einen richtigen Sinn dahinter gibt es nicht, aber natürlich auch ausrauben, indem ihr Überfall oder sonstiges schreibt in den Chat, aber natürlich mit MSG, Name und dann die Message. Und ja, dann könnt ihr natürlich auch ein Tresor ausrauben. Dazu den Weg zeige ich euch jetzt. Kurzen Cut, denn ich muss es erstmal mit den Admins regeln, weil sobald ich diese Bank da ausraube, sind die Bullen hinter mir her und ich habe keine Lust, jetzt noch zu sterben. Deswegen ein kleinen. So, weiter geht's. Wir haben das jetzt gerade schnell geregelt. Auf jeden Fall müsst ihr dann jetzt hier weiter hier durchlaufen, diese lange Strecke. Also es ist jetzt auch wirklich nicht leicht hier. Ups, ich werde angeschrieben können. So, auf jeden Fall geht es dann hier weiter bis zum Dingens. Hier hinten ist dann die Dingens. So, auf jeden Fall. Wartet mal kurz, kleiner Cut. So, wie gesagt, ihr geht dann einfach hier lang und müsst dann hier, lol, er will mich töten, scheiß Bulle, ACAB, du klappst nicht mein Geld, dann geh off. Oh mein Gott. So, ich hoffe mal, jetzt ist alles geregelt. Stimmt's, Enderfighter? Stimmt's? Okay, dann nicht. Auf jeden Fall müsst ihr dann auf dieses Gelände hier. Dann gibt's hier so spezielle Türen. Dann müsst ihr die hier hoch. Und dann einfach hier runter.
So. Natürlich gibt es auch noch ein, ja, Tresor. Hier, da sind die Überwachungskameras. So, aber trotzdem gibt es ein freundliches, gutes, hochqualifiziertes Team. Also ein, ja, Hauptsache mal besuchen, den aber der ist richtig nice. So, auf jeden Fall müsst ihr dann auf diese roten Teile, also in den roten Bereich. Und da steht im Chat, bitte warte, bis der Banker dir das Geld übergeben hat. Das kann bis zu einer Minute dauern. Jetzt wurden natürlich alle Cops alarmiert. Ey, Digga, da raubt jemand die Nationalbank aus. Lauft hin. So, dann kommen die natürlich. So, das dauert jetzt natürlich. Wie gesagt, diese eine Minute. Und ja, es gibt, wie ihr schon längst bemerkt habt, auch ein Resource Pack. Das könnt ihr unter /T bekommen. Da ist dann das Texture Pack, der Download Link. Ja, dann gibt es natürlich auch /Anzeige. Da /Anzeige Spielergrund. Dann gibt es auch noch /Report, glaube ich. Nee. Der /Report, Name, Reason. So, ich habe jetzt das Geld bekommen. Lauf zur Apfelplantage. Jetzt müsst ihr hier raussprinten. Hier raus. Albulen killen. Und dann einfach hier lang. Hier. Da, wo ihr lang gekommen seid. Der Chris erstmal hallo YouTube. So, auf jeden Fall müsst ihr dann wieder den Weg laufen. So, dieser Just Marius und Saxonia, das sind richtig die Crystal Meth zu sticken. Ja. Richtig die ziehen gerne durch die Nase ein bisschen Crystal. So, auf jeden Fall. Schnell noch ein paar Apfel fressen. So, natürlich ist das ein weiter Weg, also es dauert wirklich, wenn ihr keine Polizeischuhe habt. Auf jeden Fall gibt es dann noch natürlich die Regeln, sind dann hier. Ihr dürft diese Bank erst ausrauben, wenn 2 Polizisten online sind. Sonst wird das mit /Money irgendwie $1,000 oder so bestraft. Auf jeden Fall müsst ihr dann hier vorne hin. Dann da rein. Und jetzt habe ich 2% von jedem Spieler geklaut. Und es waren jetzt 7 Trillionen. Sowieso. Von sowieso. Auf jeden Fall, ja. Jetzt haben wir das Geld bekommen. Wie ihr jetzt seht, hier Money. Jetzt haben wir viel, viel mehr. Und jetzt wird nach mir verhandelt. Eine Verhandlung. Geil. Geil. Ich bin ein Straftäter. So, auf jeden Fall, wie ich ja vorhin auch noch gesagt habe, gibt es hier das Rebellenquartier. Das ist hier vorne. Moment. Hier, das ist natürlich nur ein Außenposten. Jetzt wird nach mir Bankraub killen erlaubt. Alles klar. Auf jeden Fall hier vorne. Hier vorne. In diesem kleinen Haus hier. Ich muss gerade den Sohn hier. Da gibt es den Drogendealer. 2 Kokain bekommt ihr 18 von diesen Coins. Ja. So. Das ist Rebellenhauptquartier. Entschuldigung. Ist viel, viel weiter nach da, also ihr könnt es auch nicht verpassen. Das zeige ich auch noch mal kurz. So, hier ist dann das Rebellenhauptquartier. Da müsst ihr einfach hier geradeaus laufen. Natürlich Phrase ist schon in der Zeit. So, natürlich ist der Mond auch richtig nice gepixelt. Oh, das sieht so schön aus. So, auf jeden Fall hier.
könnt ihr dann euch die Lizenz kaufen mit diesen zwei Stacks von denen. Dann geht ihr hier weiter geradeaus zu denen hier. Die verkaufen euch dann hier gute Waffen, aber zu einem hohen Preis. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr schon was mit Kokain macht, lauft immer dem Bullen aus dem Weg. Natürlich, wenn ihr auf den Server geht, ist im Tab natürlich auch keine Zeit, wer ist. Nur wenn ich jetzt slash kick me mache, werde ich kickt. Jetzt join ich erstmal wieder auf den Server. So, jetzt sind wir hier. Wieder zurück am Anfang. Und wie ihr jetzt im Tab seht, seht ihr diese Ränge, die es gibt. Und ja. Ich schätze mal, ich habe es jetzt wirklich mit dem Server alles erklärt. Der Chat wurde aktiviert. Und wir können nicht mehr schreiben. Aber das wird alles gleich wieder aktiviert. Trotzdem, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, guten Mittag und auch einen guten Morgen. Ciao. Ja, schön, dass du es bis hierhin dir dieses Video angetan hast. Und ich wollte nochmal die letzten paar Worte sagen. Und zwar einmal ein Dankeschön an diesen, ja, an dieses geile Server-Team. Weil mir wurde auch wirklich so viel empfohlen, wie ich was machen musste. Also ich habe euch jetzt versucht, alles zu erklären. Und ja, schaut mal auf den Server vorbei. Zum Beispiel auch beim Hunters TV. Sein Link zum Kanal steht in der Infobox. Und ja, kommt einfach mal auf den Server. Ich blende euch jetzt die IP ein. Und ich sage einmal danke an das Server-Team. Danke an euch, dass ihr wirklich euch diese Scheiße angetan habt. Und wir sehen uns wirklich im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Zu geil.